Hallihallo, hallo und willkommen zu einem kleinen Infovideo über etwas, was ich noch machen wollte. Und zwar, jetzt haben sogar wahrscheinlich schon einige mitbekommen, dass ich keine Texture Packs mehr für euch mixe, sondern nur für Spark auf Phoenix. Und ja, das liegt daran, dass es einfach so viel Arbeit ist, für jeden ein Texture Pack zu mixen und dann auch noch die für jede neue Minecraft-Version zu updaten. Deswegen lasse ich das mit den Texture Packs, aber ich finde es auch ein bisschen blöd, wenn ich nichts für euch machen könnte. Das heißt, ich habe mir da mal überlegt, dass ich dann vielleicht mal, ich glaube, dass ich mal ein paar, was heißt ein paar, ich glaube, ich fange mal an, ein paar Skins für euch zu machen. Ja, ganz genau, ihr könnt mich einfach per PN anschreiben und ja, dann könnt ihr mich bitten, einen Skin für euch zu machen. Das ist ganz einfach, ihr schickt mir einfach eine PN, ihr schreibt mir eine PN, dort müsst ihr halt schreiben, was für Skins, also was für ein Skin du gerne haben möchtest, also die Wünsche, wie der aussehen soll, welche Haare, welche Haarfarbe, keine Ahnung, welche Hautfarbe, welche Kleidung und bla bla bla. Und am besten so detailliert wie möglich beschreiben, wie euer Skin ihr haben möchtet. Tolles Deutsch. Und danach werde ich ja, nachdem ich die PN gelesen habe und Zeit habe und Bock habe, und wenn ihr an der Reihe seid, dann werde ich für euch einen Skin machen. Das mache ich übrigens mit SkinEdit. Und dann werde ich das dann bei Mediafire hochladen und ich schicke euch per PN den Link. Und am besten mir auch dann schreiben, ja, ich habe mir jetzt den Link gezogen, kannst ruhig bei Mediafire löschen, damit am besten kein anderer den Skin auch noch downloaden kann. So. Und ich werde aber nicht euch bei Skype adden und euch dann den Skin per Skype schicken. Nein, das mache ich auf keinen Fall. Nein, das mache ich leider nicht. Also mich einfach anschreiben, warten, bis ich, ja, den Skin für euch gemacht habe, dann werde ich ihn bei Mediafire hochladen und euch den Link dann einfach per PN schreiben. Nun ja, das war's eigentlich auch schon. Ja, ich werde jetzt ein paar Skins für euch machen, ne? Das habe ich jetzt vor. Okay, wir sehen uns dann. Bis dann. Tschüss.